Darin, let's play. Hallo meine Damen und Herren, liebe Let's Play-Freunde, liebe Spielefreunde, liebe Abonnenten, liebe Zuschauer. Willkommen zu einem winzig kleinen Weihnachtsspecial, das ich für euch gemacht habe. Und ja, wir sind hier in Minecraft, weil ich ja in Minecraft diese Aktion gestartet habe, dass ihr eine von diesen Kisten aussuchen solltet. Und ihr habt es noch immer nicht getan, keiner hat was geschrieben, aber ich habe es ja vorher gesagt. Und genau deshalb werde ich jetzt komplett random hier eine Truhe aussuchen. Aber bevor es soweit ist, natürlich erstmal... Nein, aber ich gleich, das mache ich gleich. Erstmal wird das Geschenk hier geöffnet, was unterm Tannenbaum liegt. Ja, ich habe jetzt hier keinen Tannenbaum, aber ist ja egal. Gut, es wurde nichts gesagt, das heißt, ich gucke nach oben, mache die Augen zu und dann drehe ich mich im Kreis und das für ein paar Sekunden und dann sage ich irgendwann Stopp und... Stopp und... Okay, wir haben uns für Kiste 9 entschieden. Was ist wohl in Kiste 9 drin? Es wird sich jetzt, entscheiden und... Naja, also wir hätten es besser treffen können, also für diejenigen, die das Minecraft-Let's Play verfolgen, ja, ist ganz nett, aber ich meine, wenn man es geschenkt kriegt sowieso, ne? Aber toll, wir haben gar keinen Platz dafür, ey, muss ich halt wegwerfen. Oh, was brauche ich denn hier nicht mehr? Schlag mich tot, ey. Hier können wir die nicht zusammenpacken, jawohl, so. Gut, das war unser Weihnachtsgeschenk. Was in den anderen Truhen drin ist, wollt ihr gar nicht wissen, denn dann werdet ihr euch denken, du hast ja bestimmt das beste Geschenk genommen oder du hast jetzt das schlechteste Geschenk genommen. Ich will nicht so viel verraten, aber in den anderen Truhen hätten auch Diamantensachen sein können. In manchen, ja, also. Ja, und stattdessen haben wir Gold und Redstone und Kohle von jeden 3 Stacks bekommen. Gut, nehmen wir mit und das, ja, in der nächsten Aufnahmesession wird dann von diesem Gebilde hier auch nichts mehr da sein. Und da wir jetzt unser Geschenk ausgepackt haben und Heiligabend für euch ist, sage ich es noch einmal in aller Deutlichkeit und vom ganzen Herzen frohe Weihnachten an euch alle. Und na, einen guten Rutsch wünsche ich noch nicht. Da gucke ich mal, ob ich dafür auch ein Special mache. Aber falls ich dazu kein Special mache, dann an dieser Stelle auch schon mal vorträglich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt mir gewogen, bleibt euch gewogen. Setzt euch von mir aus neue Ziele, aber das kennt man ja mit den neuen Zielen, ne? Die macht man sowieso dann nicht irgendwie. Gut, das war's auch schon mit den Special. Kurzes kleines Special, ich springe jetzt hier nicht rum und baue was, das soll's auch schon gewesen sein. Bis die Tage dann, bis zu einem nächsten Let's Play, euer Darin. Tschüssi!